Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Auch an dieser Stelle nochmal ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Übergang, schöne Feiertage. Und ja, jetzt geht's auch wieder los für mich. Ich habe für heute, in dem heutigen Video, vorbereitet meine 5 Favorite Hosen, aber ein ganz spezielles Thema. Dazu mehr nach dem Intro. Los geht's. So Leute, wie im Intro schon gesagt, heute geht es um das Thema Hosen. Ich habe meine 5 Favorite Hosen aktuell rausgesucht. Und zwar geht es um das Thema Hosen für Jordans. Also ich habe hier Jordans und Nike Dunk Highs. Und dafür habe ich einfach meine Favorite Hosen rausgesucht und das Ganze für euch quasi vorbereitet, sodass ich das Ganze euch zeige, wie das Ganze fittet, wie das Ganze, was mir daran gefällt. Ich erkläre euch die Hosen ein bisschen, Materialien etc., welche Vorteile, welche Nachteile. Und ja, ich will gar nicht lange drum herum reden, deswegen fangen wir an mit der Hose Nummer 1. So Leute, fangen wir an mit Hose Nummer 1. Hose Nummer 1 ist eine Sweatpants und zwar ist die von Fourage. Das ist quasi unsere eigene Marke. Und die Hose, muss ich sagen, feiere ich extrem. Ist gerade jetzt für den Winter wirklich optimal, weil es ein bisschen dickerer Sweatstoff ist, also ein bisschen dickerer Stoff ist. Und das ist echt nice, trägt sich wirklich sehr angenehm, hat ein bisschen Steifigkeit, fällt nicht ganz zu locker, nicht so extrem wabbelig. Also wirklich eine schöne Festigkeit. Ein weiterer Vorteil ist, dass man hier unten am Bündchen, also am Hosenende, am Hosenbein, quasi das Ganze auch zuziehen kann, dass die Hose dann so ein bisschen, ja, wie so eine Art Bündchen ist. Das kann man variieren, wie man gerade möchte. Ist, wie gesagt, eine sehr, sehr schöne Hose, sehr vorteilhaft zu tragen. Gerade in den Feiertagen habe ich die jetzt wieder geliebt. Deswegen, ja, ist eine sehr coole Hose. Kann ich jedem empfehlen. Die gibt es in Schwarz und in Weiß. Muss natürlich schauen, welche Größe ihr habt. Ich trage in der Größe LXL, dadurch fängt die noch ein bisschen lockerer. Wenn ihr die SM-Variante nehmen würdet, dann würde die Hose auf jeden Fall ein bisschen kürzer sitzen. Auf jeden Fall nicht ganz so, ich sag mal, stacked auf dem Schuh, aber ist eine sehr, sehr coole Hose. Und ja, ihr kennt das bei mir, ich bin 1,80 Meter groß. Nur damit ihr da nochmal Bescheid weißt, kann ich jedem nur empfehlen. So Leute, machen wir weiter mit Hose Nummer 2. Hose Nummer 2 ist wirklich eine meiner aktuellen Lieblingshosen, die ich im Moment trage. Und zwar ist das die Vintage Levi's 501. Ich habe schon mehrere Videos darüber gemacht, aber ich finde, sie passt extrem gut zu den Schuhen. Sitzt wirklich super schön auf dem Schuh. Ihr müsst natürlich da eure richtige Größe finden. Bei mir ist das 32-30, aber in dem Fall müsst ihr einfach schauen, welche Länge, Beinlänge ihr habt. Und so, dass das Ganze wirklich cool fittet. Ja, ihr müsst auch, wenn ihr sowas kauft, darauf achten, dass die wirklich nicht zu alt sind, weil dann der Jeansstoff auf jeden Fall schon, ich sag mal, im Arsch ist, quasi risshaft, der geht schnell kaputt. Muss alles nur so ein bisschen, ja, geschmeidig sein, aber das merkt man relativ schnell. Wenn so ein alter Jeansstoff ist, dann merkt ihr relativ schnell, dass das sehr, sehr schnell reißt. Ansonsten, ja, ich habe die in Schwarz und in Weiß. Ich habe meine zum Beispiel bei eBay gekauft. Ihr könnt die wirklich an verschiedenen Adressen kaufen. Im Moment, zuletzt waren sehr, sehr viele Adressen, wo ich immer geguckt habe, ausverkauft. Was ich natürlich finde, verlinke ich euch unten in der Infobox, sodass ihr da mal reinschauen könnt. Aber wirklich eine dicke, dicke Empfehlung zu Jordans, zu Nike Dunk Highs, auf jeden Fall eine Levi's 501 Vintage. So Leute, bleiben wir beim Thema Vintage und da habe ich meine nächste Errungenschaft, die ich mir jetzt vor ein paar Tagen schon mal gekauft habe, ein bisschen länger her jetzt. Ich habe die ganze Zeit noch nicht angehabt, aber das ist eine Vintage Carhartt-Hose, auch mit dem Double Front, ja quasi Elementen in so einem Braunton, super schön ausgewaschen, super schön zu tragen, wirklich für mich die perfekte Länge, perfekte Größe. Ist natürlich ein sehr, sehr loose fit, also sie wirkt sehr, sehr bollerig, sehr groß, ist nicht jedermanns Sache, aber ich finde das sehr nice zu den Jordans. Wie gesagt, ist nicht mega alltagstauglich, aber wer den Look feiert, weiß genau, was ich meine. Ist gerade so in, ja, ich würde sagen, in Amerika wirklich die Hose überhaupt, die überall immens im Preis nach oben gegangen ist. Diese ganzen Vintage-Carhartt-Hosen sind wirklich übertrieben teuer geworden. Ich habe die hier für relativ kleines Geld noch auf Etsy kaufen können. Ich habe darüber schon mal ein Video gemacht. Die besten Vintage-Online-Stores etc. Und Etsy ist da wirklich eine super Adresse, wo ihr sowas bekommt. In Europa gibt es relativ wenig Shops. Ich glaube, meine kam jetzt aus, ich glaube, Malaysia. Aber es ist eine wirklich sehr, sehr schöne Hose und ich kann jedem nur empfehlen, wer sowas sucht, guckt einfach mal nach. Ich verlinke auch da gerne nochmal was unten in der Infobox.
Kommen wir zur nächsten Hose und die nächste Hose muss ich nicht viel zu sagen. Ist eine kleine legendäre Hose, ist die Issey Miyake en plissé Hose. Ist wirklich eine sehr schöne Variante. Habe ich auch schon mal ein extra Video drüber gemacht. Die sitzt extrem gut, muss ich sagen. Die legt sich auch so ein bisschen über den Schuh drüber. Also die, wie soll man sagen, wie so ein Teppich legt die sich drüber, extrem angenehm zu tragen. Das ist eine sehr, sehr hochwertige Hose. Ich habe allerdings dazu Alternativadressen rausgesucht. Die findet ihr auch unten in der Infobox. Also wer da nicht so viel Geld für ausgeben möchte, kann sich sowas gerne alternativ kaufen. Da habe ich auf jeden Fall ein paar Adressen am Start. Und wie gesagt, ist eine sehr schöne Hose. Wirklich optimal zu solchen Schuhen kann man das Ganze. Man kann die Hose auch natürlich auch noch anders stylen, aber in dem Fall wirklich eine sehr, sehr coole Kombo und trage ich echt gerne. Dementsprechend eine dicke Empfehlung, Issey Miyake en plissé. So Leute, und dann kommen wir zum letzten Piece, beziehungsweise letzte Hose, und das ist die 874 Straight Fit Hose von Dickies. Ist eigentlich eine relativ günstige Hose, die gibt es zum Beispiel in den USA für 20, 30 Dollar zu kaufen. Hier ist die ein bisschen teurer, hier kostet die um die 60 Euro, aber es ist eine sehr, sehr coole Hose. Worauf ihr dabei achten müsst, ist, dass die auf jeden Fall high-waist sitzt. Also sie sitzt über der Hüfte, ist ein bisschen ungewohnt, weil die meisten Hosen heutzutage auf der Hüfte quasi aufhören, aber hat einen sehr, sehr schönen Fit. Desto öfter man die trägt, desto besser wird die sogar noch. Kann ich jedem nur empfehlen, sich so eine Hose mal zu holen, eventuell auch used. Dann sind die ganzen Hosen so ein bisschen weicher. Am Anfang ist sie noch relativ hart, aber auch die hat einen sehr coolen Fit zu den Schuhen und kann ich jedem nur dick empfehlen. Und das sind so quasi mehr oder weniger meine Favorite-Hosen aktuell, die ich zu den Jordans gerne trage. Natürlich ist das alles ein bisschen loose-fit, ein bisschen lockerer geschnitten. Man kann die natürlich auch ein bisschen, ich sag mal, mit engeren Jeans tragen, aber aktuell fühle ich den Style mit den Jordans nicht so sehr. Deswegen habe ich gerade diese 5 Hosen für mich, die ich wirklich gerne trage. Eigentlich sind es ja 6, weil die schwarze Levi's hier, die trage ich dazu auch gerne. Aber in dem Fall sind es einfach 5 Modelle und deswegen habe ich das einfach so mit reingenommen. Ja, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Das sind quasi so meine 5 Hosen, die ich wirklich sehr, sehr gerne zu diesen Schuhen trage. Lasst mich gerne unten in der Infobox gerne wissen, was ihr davon haltet, welche eure Favorite Hose ist. Und ja, dann war es das wieder an dem Start. Lasst gerne ein Abo da und ein Like und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Peace, Leute. Ciao.